Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ja, ich habe gestern Skyrim gelivestreamt und es kam mega gut an für mich, also ja, für meinen Kanal. Und dafür bedanke ich mich natürlich riesig. Danke für die Interesse, weil es macht mega viel Spaß. Nur gibt es ein bisschen ein Problem, dass Skyrim hier vorne abstürzt. Ich wollte eigentlich mit euch noch kurz nach Weißlauf, genau, gehen. Und ja, ich habe zweimal versucht jetzt und es ist beimal abgestürzt. Eventuell gehe ich noch am Ende dieses Parts noch dorthin und versuche es nochmal. Vielleicht stürzt es nochmal ab. Aber ja, eben die Sache ist, es sind halt Mods, oder? Und die können halt abstürzen. Also ich weiß nicht, wie viel Sorge bei den Mods einfach getragen wird, damit die nicht abstürzen, das Spiel abstürzen lassen oder irgendwelche Bugs, wie zum Beispiel, dass die Follower nicht immer oder nicht gut mitkommen. Da ist der nämlich dort, der nicht mitkommt. Der fing was. Und ja, Fandom, okay. Ich bin direkt hinter euch. Ja, aber geht, du kommst nicht mit. Vielleicht nochmal kurz. Wir brechen auf. Gehen wir. Ah, jetzt geht's wieder. Follow me. Super. Ja, er kommt nicht mit. Also eben, es ist buggy. Eventuell werde ich wirklich nur ein paar Mods ich bin die reintun. Oder wir könnten auch ohne Mods spielen. Weiß es nicht. Aber es muss natürlich gehen, oder? Und das ist natürlich das Problem. Ja, außerdem geht ja Path of Exile weiter. Die neue Incubation. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Name heißt. Geht weiter. Minecraft 1.13 kommt raus bald. Und ich werde natürlich von beiden recht viele Livestreams machen. Also Path of Exile wahrscheinlich zweimal pro Tag und Minecraft einmal. Regnum weiß ich nicht. Ich habe momentan echt die Hose voll. Also nein, es nervt mich einfach ständig. Der Strand ist so überbevölkert, man kann kaum leveln. Woanders kann man nicht leveln, weil es einfach nicht so gut geht. Und ja, momentan sind sowieso Syrten in unserem Reich, die killen alle Leveler. Und das ist, ey, das ist so asozial. Soll ich, dass ich das jetzt so sage, aber das hat mich heute Morgen so genervt, weil ich konnte nicht mal einen XP-Scroll verwenden. Also ich habe ein Level gemacht mit einer 200er XP-Scrolls-Prozent und das lohnt sich nicht, oder? Ich habe jetzt also irgendwie 2 Euro in den Sand gesetzt, 2,7 Euro, glaube ich. Weil einfach das Spiel nicht mehr geht, das ist nicht mehr balanciert, das ist einfach nur noch, ja, blöde. Aber das heißt nicht, dass ich aufhöre. Also ich habe die Motivation natürlich, die Reichsschlachten dann auch gut machen zu können. Nur ich möchte nicht unbedingt das auch so oft machen pro Tag. Also eventuell kommt manchmal pro Tag ein Livestream. Aber ja, eventuell müssen halt einfach andere Spieler, die auch gerne mitmachen und wirklich Freude haben, aber halt auch ein bisschen mehr auf sich schauen als auf mich. Einfach ein bisschen mitleveln. Man muss nicht alle Gegner töten gemeinsam. Wir können die Gegner getrennt töten. Aber dass wir einfach ein bisschen mehr geschützt sind oder ein bisschen mehr abtreibende, also Fruchtwirkung haben. Das ist schon eigentlich relativ wichtig. Weil, ja, die Argentinier sind nun mal asozial. Sie tun immer nur greeden und benutzen sogar Bots. Also es waren 2 Bots heute Morgen aktiv wieder beim Strand und das ist natürlich mega nervig. Dass wir da einfach irgendwie etwas machen können, damit wir Lust haben auf Sky, Champion zu frecken. Genau. Und ja, immer wie losgeht halt langsam in den Keller, oder? Das ist einfach nicht ganz so gut gemacht. Also ich hätte mehr erwartet, dass ich ja wieder Regnung gestartet habe mit dem Livestream. Also die ersten Parts gemacht habe, habe ich mega Freude gehabt und alles.
Und das wurde irgendwie mir völlig komplett zerstört. Auch durch das blöde Event, oder? Also, ich bin ja immer einer, der so richtig hart Spiele suchtet, die mir gefallen. Und mir gefällt sogar Regnum sehr gut. Ich suchte es ja. Aber man wird halt immer geplagt, oder? Das sind also eigentlich eher Sachen, die halt nerven. Aber mich nicht dazu zwingen, irgendwie aufzuhören. Also, das werde ich nicht machen. Aber, wie lange ich jetzt Lust habe, da zu spielen mit euch oder überhaupt auch alleine noch zu spielen, ja, weiß ich nicht. Also da dürft ihr mir gerne ein bisschen Motivation geben oder einfach mal sagen, komm, reiß dich zusammen und mach's, zieh's durch oder so. Das würde mir sehr gefallen. Also momentan sind wir alle Leute relativ aktiv, also sie schauen wenigstens rein für ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wieso die Leute dann immer wieder sofort weggehen, also jetzt, ich meine jetzt nicht die Fans. Also ich habe ja genug Fans, aber die haben auch nicht immer Zeit, sondern einfach die Leute, die halt zwischendurch einfach ins Video reinschauen, ist natürlich nicht so toll, oder? Also eben die mich wahrscheinlich auch gar nicht mögen, deshalb disliken sie auch manchmal und so weiter. Kann ich verstehen, ist halt YouTube. Ein Rummelmarkt, wo du eigentlich allein bist. Und das ist natürlich auch ein bisschen demotivierend, das ist klar. Ja, ich gebe mein Bestes, ich tue natürlich das durchziehen. Ich tue ja fast jeden Tag streamen. Also jetzt habe ich, glaube ich, 2 Tage nicht gestreamt und eben das geht halt einfach echt auf die Nerven. Es wäre natürlich schon gut, wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr machen könntet. Ihr müsst, also ich zwinge euch nicht. Ich sage einfach, es wäre schon besser natürlich auch für euch, dass ich euch noch ein bisschen mehr unterhalten kann und alles. Es kommt alles wieder zu euch zurück. Also das, was ihr helft, hilft auch euch, oder? Und deshalb wäre es natürlich cool, wenn ihr da mitmachen würdet, wissen. Einfach so, wie ihr Spaß habt oder Freude habt. Ich bin einfach momentan auch ein bisschen demotiviert, weil so behinderte, asoziale Livestreamer mehr Erfolg haben als ich zum Beispiel. Nur weil ich keine Videos, also keine Werbung mache in den Videos und in den Livestreams nicht immer sage, ja, danke schön fürs Abonnieren und alles Mögliche. Und deshalb, komme ich nicht vorwärts, oder? Und das hat mich schon in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Also, ich habe wirklich schon gesagt, ja, eventuell muss ich jetzt wirklich mehr für mich schauen, für meine Gesundheit und alles und kann dann nicht mehr so lange livestreamen oder so. Aber ihr habt ja mich wieder ins Gegenteil gebracht, das ins Bessere. Also, was ihr gestern wieder für mich getan habt, war wirklich wunderbar. Auch wenn ihr nicht viel gemacht habt. Hauptsache, es ist wieder besser. Weil, ihr wisst es, ich habe immer wieder trockenen Hals. Sonst habe ich, immer mega viel Schweiß. Also wahrscheinlich einfach wegen dem vielen Schwitzen momentan wieder trockenen Hals. Und das tut natürlich auch ein bisschen gegen das Livestreamen sprechen. Aber ich habe nie Probleme, dass ich jetzt sage, nee, ich will nicht livestreamen, weil ich trockenen Hals habe. Das ist es nicht. Es ist nur einfach so, dass es stört. Es stört mega. Und dann wirst du halt einfach ein bisschen zurückhaltender. Du möchtest eigentlich nicht mehr so viel machen und das Mögliche. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Favoriten war. Okay, naja. Und deshalb, tue ich einfach mein Bestes geben und das war dann einfach manchmal die Reißleine ziehen, wenn jetzt gerade wirklich nicht so viel geht. Aber ich denke, vor allem Minecraft 1.13 wird mich wieder mega motivieren. Ich schreibe alles noch unten rein in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das mal noch kurz lesen, was ich da jetzt gerade ein bisschen erzählt habe. Und einfach das, was kommt und das, was, ja,
halt nicht mehr so oft kommt, also das ist einfach Regnung jetzt momentan ein bisschen weniger kommt. Einfach damit ich noch ein bisschen in Ruhe leben kann und nicht extrem gefordert werde. Ja, und eben Geld kann ich jetzt auch nicht ausgeben für Regnung leider. Ich müsste noch mehr Geld haben, mehr Ximmerin für AXP-Scrolls und Drop-Rolls und alles. Da muss ich noch ein bisschen Geduld haben. Also tut mir einfach leid, wenn ihr natürlich gerne Regnung geschaut habt. Ich kann einfach momentan nicht mehr bringen. Also eventuell jeden zweiten Tag 2 Stunden würde ungefähr so sein. Momentan will ich jetzt sowieso heute, will ich vor allem auch Skyme natürlich wieder bringen. Und ja, allerhand Sachen. Ich weiß es gerade gar nicht, was für Spiele ich wollte heute machen. Ah ja, GTA Online noch natürlich wieder. Und ja, Dauntless heißt es genau. Ich weiß nicht, ich muss es mal starten und das anschauen. Und wir können es gemeinsam heute Abend starten und schauen. Ja. Ja, gut. Also, was jetzt eigentlich im Livestream von Minecraft passiert, also ich werde natürlich genauso zocken, wie ich ein Let's Play machen würde. Mit euch zusammen, und dürft natürlich immer wieder Sachen nennen, die ich machen soll. Ich werde das komplette Spiel wahrscheinlich durchspielen und auch die Welt auch gut erkunden, sie alles finden. Und ich werde lange dranbleiben, also ich werde sehr oft Minecraft livestreamen. Was jetzt einfach momentan ein bisschen ins Stocken geraten ist, ist das RPG-Map-Projekt. Ich habe wieder gemerkt, wie scheiße ich mit Kreativmodus umgehen kann. Es deprimiert mich ein bisschen. Also es tut einfach mir ein bisschen schwer. Ich möchte ja gerne mehr zeigen. Weil ich ja auch viel designen will, oder? Also eventuell muss ich das halt irgendwie anders machen. Also wenn ihr Ideen habt für das Projekt, das RPG Adventure Map Projekt, dann dürft ihr das gerne sagen. Ich kann es halt einfach nicht auf einen Server tun, weil die Mods nicht alle funktionieren auf dem Server. Sonst könntet ihr gerne mithelfen, aber ja, ich werde einfach stückchenweise livestreamen, gell? Also dass ich einfach so ungefähr 2-3 Mal pro Woche. Oh, das ist so ein Hund. Jetzt töte ich ihn. Er tötet mich. Ja, es gibt da einen Mod, der fügt so manchmal Sachen ein, wie zum Beispiel eben diese steuernden Hunden und so weiter. Und da sieht man nicht sofort, was es ist. Ja, gut, das war eigentlich alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ein paar Verwechsler werde ich jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr anfangen. Ich habe in letzter Zeit einfach ein bisschen wenig machen können, weil es auch geleckt hat. Aber das ist eigentlich gut. Dass ich okay, das sind Bündige. Kann ich mit euch reden? Nö. Okay, eine Wolfgang, cool. Ja, dass ich einfach jetzt wieder ein bisschen mehr spiele in einer Season, also Incubation Liga. Was ist der Gegner hin? Ist der abgehauen? Mysteriös. Das ist, glaube ich, abgehauen. Und ja, weil ich jetzt auch ein Bild machen will, der defensiv ist, werde ich wahrscheinlich auch weiterkommen. Ich habe einfach das Problem, dass ich jetzt mit dem Bestiari-Bild, wo ich gemacht habe, Frostwelle, Totems, Hierophant, einfach nicht so in die High-Maps komme. Also so bis T10 habe ich es geschafft.
Aber mehr leider nicht. Grauwassergrotte, ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig gewesen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Die Season ist ja heute eigentlich vorbei. Das ist einfach die nächste Liga. Die Season dann am 1., glaube ich, am 1. Juni fängt es an. Ja, dann einfach ein bisschen mehr machen. Weil die optischen Sachen, also die man in den Ligen freischalten kann oder bekommt einfach, die sind nicht so ganz schön gewesen. Also sind eher hässlich gewesen. Wie auch die meisten Sachen, die man von den Ligen bekommt. Jo, und ja, ich werde einfach so weit wie möglich kommen, probieren. Ich werde natürlich auch manchmal ein bisschen grinden im zwischen den paar Livestreams, oder? Dass ich jetzt nicht unbedingt euch alles zeigen muss, was ich so grinde. Und ja, dass wir einfach weit kommen. Und ihr dürft ja natürlich auch gerne mitmachen. Ist klar. Pufferwechsel ist auch kostenlos. Eben bei Regnum und bei Pufferwechsel wäre nämlich gut, wenn ich ein paar Unterstützer hätte, die einfach ein bisschen mitmachen. Nicht unbedingt so extrem spielen müssen, aber dass ich natürlich ein paar Leute habe, oder? Es ist halt auch ein bisschen langweilig, immer alleine etwas zu machen. Ja, und immer auf Skyrim freue ich mich natürlich riesig. Es macht jetzt mir schon wieder so viel Spaß, dass ich fast ein bisschen zu abgelenkt bin zum Raid. hier unten waren wir schon, okay. Ja, es ist einfach ein überwältigend gutes Spiel. Leider ist eben, das hat nicht so gut an den PC angepasst und die Mods sind halt ein bisschen am Streiken. Aber hier stürzt gerade auch nichts ab. Das ist gut. Wir müssen dann einfach im Livestream halt nicht die Straße direkt nehmen nach Weißlauf. Jo, und was haben wir eigentlich für. Oh, es sind 17 Minuten. Wow. Ah, hier sind wir mit dem Wagen runtergekommen. Ja. Also ich werde öfters wieder livestreamen. Also ich habe ja meistens so 2 bis 4 Stunden pro Tag gemacht. Manchmal halt keine. Oder sogar mehr. Werde es ein bisschen einpendeln, weil es macht extrem viel Spaß zu livestreamen. Vor allem mit einer so guten Community. Und ja, ich freue mich einfach gigantisch riesig auf bessere Zeiten, auf mehr Spaß und alles Mögliche. Es tut schon gut. Jetzt momentan kann ich ja sowieso nicht so viel trainieren, also hab genug Zeit zum Livestream. Es ist einfach viel zu heiß. Bin jetzt schon wieder am Schwitzen. Eine schlechte Zeit zum hier drüben. Ja. Wo bist du? Da oben. Aha. Also mache ich ein bisschen längeres Flagosmus. Ja, die sind zu stark. Sie bekommen Schaden. Ich bekomme Schaden. Die sind ein bisschen zu stark. Okay. Jo, ich bin momentan nicht so gesund. Also tut mir leid, wenn ich manchmal Probleme habe mit dem Atmen. Also mit dem Reden durch den trockenen Hals. Also atmen kann ich leider auch nicht so gut manchmal. Wegen verschnupfter Nase und alles mögliche. Aber es hält mich nicht davon ab zu livestreamen. Ich halte das aus. Ich bin ein richtig harter Mensch sozusagen. Also eben, ich sage nicht einfach, ich bin krank und kann nicht livestreamen. Also tut mir leid, wenn ich manchmal halt einfach nicht so gesund wirke, aber ich möchte halt auch nicht euch vermissen. Ihr seid irgendwie schon ein Teil von mir so richtig, es werden immer wie mehr und es werden immer wie aktivere Leute, wirklich tolle Chatschreiber oder auch Discord habe ich viel zu tun.
ja, kann ich immer wieder reden mit euch und schreiben und alles Mögliche. Es ist echt genial. Also, das Leben von mir ist am PC eigentlich wirklich super. Nur sind die Spiele halt manchmal ein bisschen deprimierend. Wie zum Beispiel bei Champions of Regnum. Aber das ist es einfach. Jo. Wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich bessere Spiele kaufen, aber so viel Lust hätte ich wahrscheinlich auch nicht mit so großen Spielen oder AAA-Spielen und alles Mögliche. Ich muss es ja auch zum Laufen bringen mit Livestream, oder? Also so Games wie Wildlands, also Wildlands ist es und eigentlich alle Ubisoft-Spiele gehen bei mir im Livestream nicht. Es laggt einfach ein bisschen zu sehr ohne Grund. Und das ist eigentlich das gröbste Problem. Dass ich einfach Spiele zocken möchte mit euch, aber es nicht kann. Weil aus irgendwelchen Gründen wird die CPU so mega verbraucht. Durch OBS. Nur durch OBS. Also ohne Livestream geht alles perfekt. Das gleiche ist bei Conan Exiles. Das ist ja jetzt rausgekommen. Offiziell. Möchte ich gerne auch wieder Livestreamen. Müsste dann schauen. Das müsste ich testen. Ob es jetzt wenigstens ein bisschen flüssiger geht. Weil es geht absolut flüssig mit 80 FPS ohne Obenbrotkäse Software. Und sobald ich Livestream anmache, tut es halt wirklich ein bisschen sloben. Ja, und dem GTA Online geht halt auch nicht ganz so gut, aber dafür macht es auch richtig Spaß. Und ja, wollt ihr auch zuschauen bei GTA Online. Ob ich jetzt wirklich auf einen Rollenspiel-Server gehe, müsst ihr entscheiden. Ich werde es mir durchziehen, ich werde alles durchziehen, mich an die Regeln halten und so weiter. Aber ob ihr jetzt das wirklich wollt, dass ich Rollenspiel mache, müsst ihr entscheiden. Weil zum Beispiel der Genex hat recht viel Erfolg damit, aber der muss nichts, der kann einfach kaum mehr andere Spiele spielen. Und das ist eben so ein bisschen belastend für mich. Ja. Also, ich denke, hier werden wir jetzt mal fertig mit dem Video. Ich werde bald schon wieder livestreamen. Eben 16 Uhr kommt Skyrim und am Abend muss ich dann schauen, dass es nicht zu heiß ist und zu stickig in meinem Zimmer. Ich muss halt das Fenster offen haben. Aber ja. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man noch in meinem Haus wohnt, wo draußen so viel Rummel ist. Dann kann ich nicht immer offen haben. Dann merken die Leute noch, dass ich livestream und sind extra laut oder so. Das ist immer so. Die Menschen sind einfach immer störrisch. Bei uns. Die wollen immer, dass wir nicht, dass es uns nicht so gut geht oder, Die meisten wollen einfach nur Scheiße machen. Habst du das Gefühl? Es ist gar nicht so gegen die anderen, sondern es sind immer die, die halt Scheiße machen. Die tun, anfangen und die machen halt blöd. Und das ist halt in so einem kleinen Dorf, wo so abgeschieden ist, auf einem Berg, halt schwer. Ja, aber ich bin bald rausgezogen. Also ich gehe in eine relativ fast Stadt, sehe ich, wo ganz in der Nähe von Basel ist. Das ist sehr gut. Und da kann ich natürlich auch mehr Games kaufen und alles. Ach ja. Ich könnte immer weitermachen mit dem Video und dem Spiel. Es ist einfach so genial. Ich sehe Bilder von ENB-Mod und so Sachen, Grafikmods, die hässlich aussehen, als momentan das Spiel bei mir aussieht. Ich habe es lieber so gerne, wenn es nicht so extrem strahlend ist, Blur und HDR hat, alles Mögliche. So finde ich es einfach perfekt. Jo, und jetzt muss es einfach nicht immer abstürzen bei Flusswald Richtung Weißlauf und halt auch die Follower gehen. Ja, sonst muss ich echt noch alle Mods ausprobieren, ob sie gehen oder ob sie nicht gehen. Jo,
Also bis zum nächsten Dragos News oder den Livestreams, die jetzt kommen. Das könnt ihr natürlich entscheiden, wo ihr dabei seid. Ich wäre natürlich sehr glücklich, wenn ihr natürlich schon ein bisschen etwas mehr machen könntet, weil ich habe jetzt momentan schon wieder so ein bisschen, ja, ich komme nicht so weit, ich habe nicht so viel Lust und es könnte mich schon ein bisschen aufheitern, oder? Weil ich bin ja echt einer, der euch in Ruhe lässt, also nicht so extrem viele Sachen macht, wie zum Beispiel Werbung oder die ganze Zeit AFK sein oder herumhasst, also herumflucht oder sonstige Sachen. Ich bleibe so, wie ich eigentlich auch alleine oder mit Freunden gamen möchte. Und hoffentlich wird es dann auch ein bisschen besser mit den Abonnenten und den Zuschauern. Aber das kann man halt nicht so sagen. Manchmal habe ich so das Gefühl, es geht eher zurück. Also dass ich Abonnenten einfach verlieren mit der Zeit und nicht so viele Zuschauer habe. Ja, ist halt so, oder? Gut, 26 Minuten sind eigentlich genug lang, schon fast zu lange eben. Aber ich habe ja auch viel zu berichten gehabt. Ich werde sicher in der nächsten Zeit nochmal eins machen. Vor allem dann, wenn Incursion, Path of Exile, also die Liga Incursion Liga, gestartet ist und Minecraft auch gestartet ist. Und ja, mal schauen, wie lange es Skyrim, ja, nicht so, also weitergeht, oder? Wird sicher. Aber ob ich dann wieder neu anfangen muss, weil irgendwelche Mods spacken oder sonst irgendwas, muss ich halt schauen. Ich habe so das Gefühl, dass schon wirklich die Mods ein bisschen stören. Aber ich habe so Lust natürlich mit euch zu livestreamen. Es muss halt einfach gehen, oder? Und wenn es nicht geht, dann ist es ein bisschen blöde. Sonst könnt ihr gerne mal schauen, wieso Followers mir nicht folgen. Also welche Mod das sein könnte. Ich kann halt einfach nicht den ganzen Tag irgendwo nachschauen. Das müssen halt vielleicht andere für mich machen, die ein bisschen mehr Zeit haben. Weil ich investiere schon viel Zeit natürlich in die Games und in Livestreams. Also, ja, dann bis später. Und viel Spaß und ja, bis dann. Tschüss.